Wenn das die Qualität ist, die ich sozusagen in einer Lounge erwarten kann, dann würde ich sagen, das ist also guter Standard. Das wäre ein Minimum, es darf nicht schlechter sein, denn das Fleisch war zart, es war saftig, es war rosé gebraten auf den Punkt. Es hat mir Freude gemacht. Der Wein, das war glaube ich der Bordeaux. Ein außergewöhnlich toller Wein, der mir viel Freude gemacht hat. Kommen wir zur Dessertabteilung. Und ich meine, hier gibt es Eis. Vanille. Schokolade. Erdbeer. Panna Cotta. Ist ja wie bei Swiss. Wollen wir uns mal daran wagen? Das wollen wir alles testen. Ich muss mir noch einen Löffel holen. Den klaue ich mir vom Nebentisch. Ist sowieso gerade keiner da. Der Hon sitzt alleine in der Silverkreis Lounge First Class. Das gefällt mir am besten. Das am besten. So, Schokolade. Immer sehr viel Plastik und Glas. Ich meine, das müsste weniger werden. Das finde ich, das muss weniger werden. Das darf nicht mehr so viel sein. Die müssen Lösungen erfinden. Ich meine, dafür werden die Leute gut bezahlt, dass sie Lösungen finden. Gute Lösungen, das kann man vielleicht alles aus Bambus machen. Dann kann man das anschließend verwerten, auf den Biomüll bringen und dann ist das alles toll. Also ich finde, das geht mir zu langsam. Ich meine, die verdienen doch alle gutes Geld. Dann können sie sich auch darum kümmern, dass die Umwelt weiterhin positiv nicht belastet wird. So, also wir haben Erdbeer. Ist auf jeden Fall hartes Eis, also nicht so ein weiches Eis, muss man aufpassen. Und wenn viel Kristalle dran sind, dann ist es schon mal aufgetaut. So, das war Vanille. Schokolade. Auch gut. Und Panna Cotta. Oh, ich würde sagen, wir fangen mit Vanille an. Das ist noch am geschmacksneutralsten. Auf jeden Fall sehr schöne Vanillestücke, kleine Stücke drin. Weiß man nicht, ob es wirklich die gute Vanille ist oder ob es nur die geschredderte Vanilleschote ist. Aber leider sehr lecker. Das ist wirklich sehr lecker. Erdbeeren. Schöner, intensiver Erdbeergeschmack. Macht große Freude. Schokolade ist jetzt so ein bisschen wie Fürst Bückler, ne? Mit kleinen Schokostückchen drin. Also ich finde, die schmecken besser als bei der Swiss in der First Class. Oder die haben das ja gerade in der Business, die geben das immer mal die First vor. Weil ich ja immer gerne Eis esse. Und das Panna Cotta. Diese vier Sorten begeistern mich regelrecht. Das ist ein Baum. Das Panna Cotta ist sensationell. Wirklich lecker. Die Schokolade könnte man sagen, ist ein bisschen zu viel Schokolade, aber ist sehr gut. Zu viel Schokolade gibt es ja nicht. Eher zu intensiv oder wie auch immer. Geschmacklich ein bisschen anders abgerundet. Die Vanille. So, was hat jetzt am besten geschmeckt? Erdbeer. Erdbeer sind schöne Erdbeerstücke drin. Und die Erdbeer
ist ein Wow. Sowas von erdbeerig, also das ist wirklich ein voller Erdbeergeschmack. Muss ich nochmal nehmen. Das ist wirklich, also diese Mövenpick-Erdbeere ist der Wahnsinn. Mmh. Also so viel Erdbeergeschmack, das ist richtig auch nicht so süß, sondern eher ein bisschen säuerlich. Schön, also richtig angenehm. Also reihenfolgetechnisch Panna Cotta, Schokolade, Vanille und als erstes Erdbeer. Upsala. Oh, der nächste Wöfflikot wird aufgemacht. Hat schon der Korken schon geknallt. Das hat Spaß gemacht. Es hat viel Freude gemacht. Eine schöne, gemütliche Lounge. Eine, ich würde sagen, einigermaßen gute Qualität. Das Fleisch, das Rinderfilet war absolut genießbar. Die Suppe, das ist okay. Die Vorspeisen, die es hier gibt am Buffet, das ist guter Standard. Also nicht vergleichbar mit unserer First Class Lounge in Frankfurt oder in München. Oder zum Beispiel auch in Zürich, nicht vergleichbar. Das Eis, Mövenpick-Eis, klassisch. Ich finde sogar ein bisschen geschmacklich besser als das, was wir oft in den Swiss-Flügen haben. Und die Atmosphäre toll, das neue Mobiliar neuer als im Original im Changi Airport. Das Personal sehr freundlich, sehr bemüht, ist voll im Thema. Ja, yes, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Red wine? It was delicious, but it's too much. It's too much. It's enough, so wollte ich. Du musst eigentlich immer überdenken, du musst mal immer überlegen. Ich meine, eins weiß ich jetzt schon. Wenn ich jetzt in die United First gehe, dann weiß ich schon, was auf mich zukommt. Obwohl die ja hier in Hongkong mich flashen können, also mich auch überraschen können. Aber in Amerika ja auf keinen Fall. Aber hier, das ist denkbar. Also gehen wir jetzt zusammen in die United Club Lounge in den First Class Bereich und schauen wir mal, ob das die Singapore Cries First toppen kann. Am Schluss sage ich euch dann, in welche Lounge oder welche Lounge ich euch, wenn ihr First Class liegt, euch empfehlen kann. Das war ein Go! So, es geht wieder los, die Silver Cries First Class Lounge. Mit einem sehr schönen kleinen Buffet mit allem drum und dran, hat gut funktioniert. Ich muss sagen, das war wirklich toll, es hat Spaß gemacht. Es war eine sehr schöne Idee, mal hierher zu gehen, denn ich meine, was wir ja nicht hatten, wir hatten beim letzten Mal ja nur den Frühstücksbereich. Die haben also auch den Reis. Da würde ich sagen, die haben also denselben Service, außer dass es eine à la carte Menü gibt. Hier in der Silver Christ Lounge, das macht den Unterschied aus. Also es gibt à la carte Menü und es gibt hochwertigere Rotweine. Ansonsten, was das Buffet anbelangt, ist da also alles gleich. Und jetzt freuen wir uns. So, ho ho ho! See you by the next time. Thank you. It was very nice. Bye bye. Enjoy your flight. Thank you. So, dann gehen wir mal in die United und schauen wir mal den Weg dahin. Das ist ja doch ein extrem langer Weg. Da bin ich also locker mal 10 Minuten, 11 Minuten unterwegs. Und was also auf jeden Fall immer Spaß macht, sind diese Live-Chats bei Instagram. Da habe ich einen schönen Live-Chat gemacht. Und das war wirklich sehr spaßig. Eins brauche ich auf jeden Fall. Wenn ich ein Duty-Free sehe, brauche ich ein bisschen was Frisches. Ich meine, nicht für die United, aber für mich selbst. Jetzt gehen wir den langen Weg von der einen Seite auf die andere Seite. Aber der Vorteil ist, dass wenn man in den südlichen Bereich departured, also eingeht, dass man dann schon auf der Seite ist. Das ist wirklich ein Vorteil. Und jetzt haben wir schöne Laufbänder. Das finde ich auch ein Vorteil, wirklich. Guck mal, das ist ein Go. Yin und Yang,
das Gleichgewicht, das ist wichtig. Das ist eine kluge Geschichte. Kennt ihr das, Yin und Yang? Das ist wirklich, das macht Sinn. Das hat so diese, oh, das ist schön hier, das Motiv. Achtung, sieht gut aus. Erstmal ein Grün, Flughafen. Yin und Yang, das Gleichgewicht der Welt. So, apropos Gleichgewicht. Wenn man jetzt hier weitergeht, kommt man zur Cathay Pacific Lounge. Aber hier oben, und das wollte ich euch mal kurz zeigen, hier ist die United Lounge. Da gehen wir jetzt hin. Die hat aber nur, im Business-Bereich eine Außenposition und nicht im First-Bereich. Guck mal, das ist die... Weihnachtsexpress und wir kennen keinen Stress und wir fahren jedes Jahr zu der Kinderschar. Wir sind vom Weihnachtsexpress. Sieht ja von unten immer unspektakulär aus. Und deswegen gehen wir sie mal suchen. Mal gucken, wie sie aussieht, ob sie überhaupt geöffnet hat. Das ist interessant. Und wir sind angekommen in der United Club Lounge. Damit ein Ho, Ho, Ho und herzliches Willkommen. Ich glaube, es ist gar keiner da. Hello. Ich sage nur Welten. Hier sind Welten dazwischen. Schöne Weihnacht, schöne Weihnacht. Ja, so schön war's noch nie. Musik.